Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Heute P2000s. Auf dem 10. Platz liegt die P2000 Imperial. Und mit diesem P2000 sind wir übrigens in eine Waffengattung reingerutscht, oder bei einer Waffengattung angekommen, die man echt ganz, ganz selten irgendwie sieht oder bespielt. Ich kenne zwei, drei Leute, die P2000 ab und an spielen. Alle anderen USPS, fertig ist der Lack. Also hier waren die Skins auch so, dass ich ganz, ganz viele kannte von vor 1000 Jahren und viele irgendwie dann gar nicht so, was ist das? 10. Platz, wie gesagt, die P2000 Imperial für 14 Cent in Fieldtested. Auf dem Platz Nummer 9 gibt es für 1 Euro die Pulse. Die ist schon ein bisschen geiler, nicht wahr? Schön grün, auch ein bisschen blau. Und eben dieser schwarze Hintergrund, das macht einiges her. Ich weiß nicht, ob ich die jemals hatte, aber mir kommt so vor, als hätte ich sie mal eine Weile gespielt. Und es ist schon ein hübsches Teil, aber es gibt natürlich noch hübschere. Platz Nummer 8. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel die Space Race. Die gefällt mir eben wegen dem Thema an sich sehr gut. Space Race und so weiter und so fort. Für 1,06 € in Fieldtested zu haben. Es gibt noch diese andere, wo man diese Sputnik, nur kurzer Einschub hier, das sieht jetzt ein Igel. Die gefällt mir zum Beispiel auch eben einfach gut. Ich mag halt einfach auch diese Ära, sag ich mal. Und hier mit der ist das geiles Ding. Aber die P2000 Space Race, wie gesagt, auf dem 8. Platz. Hier zu beachten auch natürlich das Pattern. Das ist jetzt Battle Game und da sieht die nochmal ganz anders aus, vor allem hier am Griff. Weiter geht's. Die P2000 gnarlt immer wieder gern genommen und gerne gesehen, gerade bei unseren Giveaways so als Trostpreis auf YouTube wie auch auf Twitch. Gibt's übrigens für 8 Cent bereits in FT und kam... bei Fractured? Ist das der Fractured Collection? Ich dachte, das ist Dreams and Nightmares. Okay. Die Dreams and Nightmares Collection hatte die mit diesen wegschwebenden Männlein, glaube ich. Jetzt wird es wieder etwas bunter auf dem 7. Platz und zwar mit der Acid Edge. Die gibt es für euch für 46 Cent auf Fieldtested. Denkt ihr bitte dran, das sind jetzt hauptsächlich Skinbaron-Preise. Also wenn ihr andere Preise im Kopf habt, beziehungsweise eben mal vorbeischauen wollt, gerne vorbeigucken. Skinbaron steht unten in der Videobeschreibung mit meinem Partnerlink. Let's go! Das war übrigens der 6. Platz, nicht der 7. Platz Nummer 6. So, und wer die AWP Corticera oder Corticera toll findet, der findet bestimmt auch die P2000 ganz nice. Die sieht leckig-schmeckig aus hier oben. Ich meine, der ganze untere Bereich hätte man auch ein bisschen schicker arbeiten können, aber das hier oben ist doch schon wirklich, lecker. 3,97 € in FT und wenn man da noch ein bisschen was Hübscheres haben möchte, legt man bis zu 15 Euro drauf. In Stat-Track sogar bis zu 35 Euro. Uff. Auf dem 4. Platz liegt zumindest bei mir die Imperial Dragon. Sehr viel Rot, ich weiß, aber mit diesem Motiv natürlich lecky schmecky. Die ist für 2,64 € in FT zu erhalten. Und jetzt kommen die vorderen drei Plätze. Also, wer hier wieder mitraten möchte vor allem, was ich wohl auf meinen vorderen drei Plätzen habe, der kann gerne mal das Video kurz anhalten und überlegen, was ist noch übrig, was wird ihm wohl ganz gut gefallen. Let's go und... weiter geht's mit dem 3. Platz. Da liegt die äußerst cleane P2000 Handgun drauf. So ein geiles Ding. Ich weiß nicht, ob die früher bei mir auf Platz 1 war. Ich glaube nicht. Aber die war damals schon sehr, sehr weit vorne. Einfach ein leckeres Teil, wirklich. Für 67 Cent kann man sich die ersnacken. Und ja, in FN natürlich noch hoch bis 4 Euro, 12 Euro in Stat-Track. Aus der Revolution Collection kommt hier die Wicked Sick auf den 2. Platz. So ein leckeres Teil, vor kurzem das erste Mal, glaube ich, gesehen. Wir hatten es von der Wicked Sick irgendwann mal. Und ja, geiles Teil. 11,80 Euro in FT leider und natürlich steigend dann Richtung FN. Aber trotzdem, alledem, schön ist es. Jetzt kommt mein 1. Platz. Und das ist immer noch die Fire Elemental, die war... ja, auch schon damals in meinen Top 3. Ich habe jetzt, glaube ich, schon... das ist das 3. Mal, dass ich solche Top 10 Videos mache. Vor Jahren habe ich mal halt einmal eine ganze Liste durchgemacht, dann 1-2 Jahre später und jetzt schon wieder. Und ich meine, dass die Fire Elemental jedes Mal entweder auf Platz 1 oder zumindest auch in den Top 3 eben stand. So ein nices Teil. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum mir die so gut gefällt. Die ist auch äußerst clean und die ganze Machart ist einfach sweet. Goschla Quanta 7,22 € in der FT. So, das war's dann schon wieder mit der Top 10. Es gibt natürlich noch ein Giveaway für euch. Und zwar gibt es für euch diese wunderbare Desert Eagle Trigger Disziplin. In MW übrigens, falls es jemanden interessiert. Wenn man hier mitmachen möchte, geht das ganz einfach und zwar wie folgt. Man schreibt einen Kommentar und schreibt dort seine allerliebste P2000 hin. Falls man keine hat, kann man auch einfach schreiben, ich habe keine. Und dann schauen wir mal, wer hier alles eine Lieblings- P2000 hat. Sodele. Das nächste Giveaway lösen wir dann erst im nächsten Video auf. Ich habe jetzt heute schon zwei Videos aufgenommen und ich renne langsam
der Zeit hinterher. Aber keine Sorge, wird peu à peu gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche und zwar jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Kuss auf die Nuss. Muah! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.